Seid ihr herzlich willkommen, die aktuelle Liebesorakel. Wir stellen die drei wichtigen Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich, was wird er tun? Seinen Gedanken sehen wir hier oben und auch hier unten. Hier erscheinen die Kelchen. Und die Kelchen haben ein Einfluss auf seinen Gefühlen. Er fühlt sich gerade hin und her gerissen, kostet ihm auch sehr viel Kraft. Er erlebt gerade mit Höhen und Tiefen ein Hin und Her gerissenheit. Soll ich oder soll ich nicht? Er ist sehr unentschlossen. Und hier sehen wir die Zahl 4 und das bedeutet sein Bedürfnis nach Sicherheit. Auch finanziell, auch beruflich, auch in der Liebepartnerschaft. Aber er fühlt sich hier in der Enge und er braucht eine Lösung. Er ist hin und her gerissen. Soll er diese Situation verlassen, ja oder nein? Wird das dann auch besser? Er hat keine Klarheit darüber. Ich habe das Gefühl, dass er fühlt sich im beruflichen Ebenen hier in die Enge. Er möchte gerne beruflich was verändern, aber er hat Angst, dass er verliert den sicheren Boden unter seinen Füßen, diese sicheren Arbeit, und er weiß nicht, was dann kommt. Seinen Gefühlen sehen wir hier. Wunderbar, dass in allen drei Karten erscheinen die Kelchen. Und das hat mit seinen Gefühlen was zu tun, aber auch mit deinen Gefühlen. Er bewegt sich in deine Richtung und zeigt diesem goldenen Kelch. Hier sehen wir auch, dass er Schritte macht in deine Richtung und überreicht das. Und das heißt konkret, er zeigt seinen Gefühlen. Aber er hat auch Erwartungen, dass du das auch zeigst. In seinen Augen bist du hier die Königin und herrschst du über das Wasserelement. Das kann deine Intuition sein, deine Kreativität, aber auch deine Liebe, auch deine Mütterlichkeit, Fürsorglichkeit. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Bei dir passieren Ungerechtigkeiten und das ist ihm bewusst, er spricht es auch an. Kann aber umgekehrt sein, dass er in beruflichen Ebenen gerade Ungerechtigkeiten erlebt und er erzählt darüber etwas. Und hier das Buch kann Wissen sein oder Lernen sein, aber diese Karte zeigt auch, die hohe Spiritualität zeigt auch euren Schicksal. Es wird alles so sein, wie das im Schicksalsbuch geschrieben ist. Und ihr werdet all das beherrschen. Und jetzt schauen wir an, was zeigen noch die Karten. Warum ist das so hin und her gerissen? Mond zeigt seinen Gefühlen, seine Wünsche, seine Träume und er weiß nicht, bleibt das ein Traum, bleibt eine Illusion oder ist es möglich, das zu verwirklichen. Wo fühlt er sich in der Enge? Hier sehen wir auch die Enge. Das ist dieser Turm, er fühlt sich da gefangen, entweder beruflich oder hat noch eine bestehende Partnerschaft oder familiär. Er möchte etwas gerne verändern, aber er braucht erstmal eine Lösung. Er zeigt seinen Gefühlen. Ja, er kommt entgegen und überreicht diesem goldenen Kelch. Das zeigt offen seinen Gefühlen. Was ist seine Erwartung dir gegenüber? Das ist die Liebe. Er liebt dich
aber er möchte auch geliebt werden. Und hier macht auch Schritte in deine Richtung. Dieses Buch zeigt sein Wissen. Er hat vieles gelernt. Aber es werden schon Momente geben, wo er ein bisschen noch verschlossen ist. Vielleicht, weil er unsicher ist. Diese Ungerechtigkeiten, wo habt ihr das erlebt? Das ist die Situation, das hat mit Geld oder Beruf, Berufung, eventuell Wertschätzung was zu tun und das möchte klären, er möchte das bereinigen. Was könnt ihr beherrschen? Wenn ihr von etwas trennt, zum Beispiel von diesen Ungerechtigkeiten oder von Arbeit trennen. Und was steht im Schicksalsbuch? Hier gibt es noch Hindernisse, Schwierigkeiten, aber ihr werdet das überwinden. Seine aktuelle Energie. Er möchte dir schreiben oder er hat Erwartungen, dass du schreibst. Eventuell unterschreibt er einen wichtigen Vertrag. Das kann im beruflichen Ebenen sein, ein Arbeitsvertrag oder er wartet auf eine Nachricht. Und deine aktuelle Energie? Es sind noch Missverständnisse da, vielleicht zwischen euch beiden oder bei dir im beruflichen Ebenen, weil das diese Ungerechtigkeit herrscht und du sagst deine Meinung, aber die anderen verstehen das nicht. Die Lösung wäre zum Beispiel Kündigung oder das alles abschließen und nicht mehr damit beschäftigen. Und das war die aktuelle Liebesorakel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked oder meinen Kanal abonniert. Ihr könnt auch eure Meinung schreiben in der Kommentar. Vielen Dank, ich mache das gerade. Ich kann das überhaupt nicht brauchen, wenn alles so schief liegt. So, ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.